Hi ihr Lieben, herzliche Grüße an euch. Ja, danke, dass ihr wieder zuschaut. Heute machen wir nochmal das Thema DTZ. Habe ich schon ein bisschen länger nicht mehr, aber im Moment finde ich es wichtig. Es machen auch viele gerade den Deutschtest für Zuwanderer. Und ja, hier geht es um Sprechen, um den Teil 2. Ihr wisst ja, da bekommt ihr ein Bild und der Partner oder die Partnerin, mit dem ihr diese Prüfung dann zusammen macht, bekommt auch ein Bild. Und das Bild, das jeweilige Bild ist immer zu einem bestimmten Thema. Also hier heißt das Thema zum Beispiel Essen und wird aber unterschiedlich dargestellt. Ich blende jetzt zum Beispiel mal eins ein und da sprechen wir dann gleich drüber. Ja, ihr habt dann dafür alleine circa 3 Minuten Zeit. Ihr sprecht über das Bild, beschreibt das Bild und so weiter. Kommen wir gleich zu. Und dann ist der andere dran oder die andere. Und wichtig ist auch, ihr dürft auch dann, nachdem ihr das Bild beschrieben habt, miteinander sprechen, also so im Dialog. Viele wissen das nicht oder empfinden das dann gegebenenfalls auch als schwierig, aber manchmal ist es auch schön, wenn man sich beispielsweise gut kennt. Es gibt ja auch Schülerinnen, die sich schon länger kennen und die sowieso viel zusammen sprechen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also das geht auch. Ich mache es jetzt hier aber im Beispiel mal, ich sag mal so klassisch, dass jede Person alleine spricht, da ungefähr 2,5 Minuten etwa und dann kommt ja noch eine oder auch mehrere Prüferfragen so zu diesem Thema insgesamt. Ne? Wie gesagt, hier ist das Thema Essen. Ja gut, ihr seid jetzt also da angekommen, dass ihr schon den Teil 1 fertig habt, beide. Das ist ja über sich sprechen. Das dauert dann ungefähr, wenn beide fertig sind, etwa 4 Minuten. Und dann bekommt ihr zur gleichen Zeit, ihr sitzt da so nebeneinander oder fast nebeneinander am Tisch. Und jeder von euch bekommt jetzt ein Bild. Und dann könnt ihr da kurz drauf gucken. Ihr müsst das ja auch erstmal erfassen oder sehen, was ist denn da überhaupt. Und dann wird dann eine Person ausgewählt und angeguckt und gebeten anzufangen. Und das ist dann auch immer diese Aufgabe, das kennt ihr sicher, sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden, berichten Sie Ihrer Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner über das Bild oder kurz über das Bild. Was sehen Sie auf dem Foto und was für eine Situation zeigt das Bild? Das ist ja immer so und das hat sich auch nicht geändert, obwohl jetzt eben die Firma Gast den DTZ organisiert. Das ist aber genau gleich wie vorher. Schön für uns, also so ist es wie immer. Und dann könnt ihr direkt anfangen. Also eine Person fängt dann an und berichtet, was auf dem Bild zu sehen ist. Ja gut, jetzt seht ihr das Bild. Ihr seht hier junge Leute, die am Tisch sitzen und zusammen essen. Dieses Thema. Worum es mir jetzt hier geht, ist, ihr wollt natürlich gerne das anwenden, was ihr im Unterricht, ja, ich komme aus dem Kölner Raum, man hört es, also was ihr im Unterricht, im Kurs gelernt habt. Und da ist ein Thema, heißt Partizip 1. Vielleicht erinnert ihr euch, also das ist mal ganz kurz zur Grammatik, man hat ein Verb, meinetwegen das Verb sprechen. Und hat dann die Situation, dass da eine Person ist, zum Beispiel über die man jetzt hier berichtet auf dem Bild meinetwegen. Und dann könnte man sagen, das ist eine sprechende Person oder eine sprechende Frau oder eine singende Frau, weil diese Frau gerade singt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber normalerweise habt ihr das bei B1, das ist ein Thema. Und das kommt nicht so oft vor, aber hier bei dieser Bildbeschreibung ist das eine schöne Sache, die ihr natürlich mal schön einbringen könnt, wenn ihr daran denkt oder wenn ihr das auch vorher mal euch in Erinnerung ruft.
Denn das ist natürlich auf jeden Fall so ein B1-Thema, ne? Womit ihr zeigen könnt, dass ihr ja das Gelernte einsetzt in dem Moment. Und deshalb will ich das auch noch mal jetzt hier ein bisschen näher beschreiben und hier in Bezug auf dieses Bild vor allen Dingen mal Beispiele nennen. Ja, also gerade wenn ihr anfangt zu sprechen, dann ist das normalerweise ja, dass ihr das so beginnt. Auf dem Bild sehe ich oder auf dem Bild sieht man. Ne? Also ihr habt das Verb sehen und deswegen seid ihr auch im Akkusativ danach. Das ist auch wichtig, dass ihr das im Kopf habt. Also auf dem Bild sieht man eine Gruppe junger Leute, könnte ich jetzt sagen. Oft kann man das auch mit einem Relativsatz beginnen. Das ist auch immer schön. Auf dem Bild sieht man junge Leute oder vier junge Leute. Ich kann auch sagen, vier junge Menschen. Ich könnte auch sagen, junge Erwachsene. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also auf dem Bild sieht man vier junge Leute, die, ne, das ist ja diese Relativsatzkonstruktion, das ist immer sehr schön, weil es ist auch ein B1-Thema und ihr zeigt dann, dass ihr das Grammatikthema Relativsatz anwenden könnt, was positiv ist. Also das passt unheimlich oft, eigentlich immer so, wenn man so anfängt. Ne? Auf dem Bild sieht man vier junge Leute, die, was machen die? Die zusammen essen und am Tisch in einem Restaurant sitzen. Ja, das ist erstmal so das Wichtigste, was man jetzt hier sieht. Ne? Und das könnte man jetzt auch noch so ein bisschen anders formulieren, nämlich indem man jetzt das Partizip mit reinbringt. Weil man sieht ja, dass die essen, also die haben ja was auf dem Teller. Also wir wollen jetzt auch nicht genau beschreiben, wer was auf dem Teller hat und was er genau drauf ist, das ist zu sehr im Detail. Aber es ist gut zu erwähnen, dass hier gegessen wird und da kann man auch gut sagen, auf dem Bild sieht man vier essende Leute. Ja, also weil das machen die alle gerade in dem Moment, ja, die essen. Oder essende junge Leute, ja, und mit diesem Essende habt ihr dann dieses Partizip 1 genannt und das ist natürlich ein, ja, cool, sag ich mal. Es fällt dann sicherlich auf, dass ihr das kennt, diese Grammatikgeschichte, ne? Was die aber auch machen, wenn man mal guckt, ist, dass die lachen. Vielleicht lacht die Frau vorne links nicht, doch macht sie auch. Also alle lachen und da passt es auch. Man kann auch sagen, weil das fällt einem auch direkt auf, also wenn man das Bild anschaut, die sind ja sehr fröhlich. Also könnte ich genauso, ich könnte also wieder im Satz sagen, auf dem Bild sieht man vier junge Leute, die lachen oder die sich freuen. Ne? Aber lachen ist das richtige Verb hier. Oder ihr nehmt das Verb lachen jetzt als Partizip 1 und beschreibt es etwas anders und sagt, auf dem Bild sieht man vier lachende Leute oder vier lachende junge Leute. Ist sehr gut, wenn ihr das so formuliert. Ja, nochmal zur Erinnerung, das Partizip 1 ist ja ein Adjektiv. Es ist eins geworden, obwohl es eigentlich ein Verb ist. Ne? Also singen, die singende Frau, lachen, die lachenden Leute oder die lachenden Personen, kann man bei uns auch noch sagen, Personen. Ja, also das, was eigentlich ein Verb ist, wird zu einem Adjektiv. Das ist das in Kurzform jetzt mal das Partizip 1. Und was ich noch unbedingt sagen möchte, ist also, es passt nicht immer. Es passt vor allem, ich mache jetzt mal gleich ein Beispiel, wo es nicht so gut klingt oder auch komisch ist. Aber es passt immer gut, also bei bestimmten Verben. Also ich würde mir jetzt einfach auch mal merken, zum Beispiel lachen, ne? Die lachenden Leute oder der lachende Mann. Ich sehe einen lachenden Mann. Ich sehe zwei lachende Kinder. Ja, weil irgendwie ist das auch oft so, dass die sich über irgendwas freuen, ne? Lachend, singend. Ja, oft auch schon mal so eine andere Aktivität. Also immer wenn irgend sowas Aktives
passiert, wenn die irgendwas Bestimmtes machen, so, ne, was einem sofort ins Auge fällt. Zum Beispiel, da gibt es auch so ein Bild, habe ich mal gesehen, da laufen auch einige Personen, junge Leute, so durch den Wald. Da könnte man auch sagen, auf dem Bild sehe ich Joggende, ne, die joggen ja, joggende Menschen. Ne, das ist auch okay. Das passt gut. Ne? Also sprechen, lachen, joggen oder auch rennen oder laufen eignet sich gut. Es gibt aber auch Verben, die sind entweder dann total kompliziert, wenn man da noch diese Endung D und die Deklination hat, also das Partizip 1 anwendet, dann sind die schwierig auszusprechen, deshalb nimmt die gar nicht. Oder es passt nicht, wie jetzt hier in diesem Bild. Schauen wir uns das nochmal gerade genauer an. Ja, jetzt habt ihr dieses Bild und sollt das beschreiben. Und das ist ja auch das Thema Essen, aber irgendwie ganz anders. Klar, ist ja auch nur eine Person drauf. Und jetzt ist es schon so, dass der eine Mann, ne, man sieht auf dem Bild einen Mann. So kann man das natürlich auch sagen, aber es ist eben auch ein einfacher Satz. Aber kein Problem, der Satz ist ja richtig, das könnt ihr machen. Aber wenn ihr ein bisschen präziser sein wollt, könntet ihr das wieder im Relativsatz sagen. Auf dem Bild sieht man einen Mann, der, vielleicht jetzt auch wo, in der Küche, ist ja eine Küche, Essen zubereitet. Zum Beispiel. Ne? Mit diesem Relativsatz seid ihr immer gut dabei, weil der zeigt schon euer Können und ihr habt damit auch schon sehr schön das Wichtigste, könnt ihr damit einfangen, ne? Was auf dem Bild zu sehen ist. Müsst ihr vielleicht so ein bisschen trainieren. Ne? Weil man sagt dann zuerst, also welche Person, ne? Auf dem Bild sieht man einen Mann, ne? Das ist diese Person, wer ist da? Und dann der, da müsst ihr natürlich dran denken dann, das ist jetzt der Mann, also sagt ihr der. Und dann kommt ja, was der macht und vielleicht auch, wo der ist. Ja, und damit habt ihr das super schön formuliert. Jetzt nur mal hier als Negativbeispiel. Hier passt das zum Beispiel nicht, gar nicht gut, wenn man das mit diesem Partizip machen möchte, weil was macht der? Wir gucken mal, der schneidet. Der schneidet, glaube ich, Gemüse. Man sieht gar nicht genau was. Er schneidet etwas. Ne? Nehmen wir mal jetzt mal an, das ist Gemüse. Ich glaube, das ist eine Paprika oder so. Und da kann man ja auch das Partizip 1 bilden, aber das klingt wirklich komisch. Aber ich sage es euch trotzdem mal, damit ihr so ein Gefühl bekommt, was auch nicht gut ist. Dann würde man ja sagen, auf dem Bild sieht man oder auf dem Bild sehe ich einen gemüseschneidenden Mann. Also so würde das dann heißen und vielleicht hört ihr es auch schon, ist irgendwie nicht, klingt seltsam. Ja, einen gemüseschneidenden Mann auch. Man kann es auch nicht ganz so gut aussprechen. Muss man sich schon sehr konzentrieren. Also bei solchen Verben passt es nicht. Ne? Eben hatte ich ja gesagt, laufen ist gut, sprechen, singen. Was hatte ich noch? Mir fällt auch gleich noch was ein und ich mache noch mal so eine Liste. Es gibt so ein paar Verben, da passt es gut und konzentriert euch dann darauf. Wenn ihr das erkennt, nehmt ihr das, könnt ihr es gut einbauen, ist sehr positiv und sonst beschreibt ihr das, was ihr seht, mit dem Relativsatz. Zum Beispiel, ne, ihr könnt natürlich auch, wenn das für euch besser ist, einfache Hauptsätze erstmal nehmen, um sicherer zu sein. Ne? Auf dem Bild sieht man einen Mann. Dann der Mann oder er steht in der Küche und kocht, ne, oder bereitet das Essen zu. Oder der Mann ist alleine in der Küche, das ist ja hier auch besonders, das ist sonst keiner. Und so weiter im Vordergrund, da kommen wir jetzt gleich zu, ich beschreibe das auch nochmal, beide Bilder und wollte euch aber auch vor allem wirklich darauf hinweisen, dass ihr mal darüber nachdenkt, dass ihr das Partizip 1, ne, dieses ein singender Mann oder eine joggende Frau oder ein lachendes Kind, dass ihr das auch benutzen könnt und dass das positiv ist. Okay, und jetzt beschreibe ich nochmal beide Bilder. Ja, auf dem Bild sieht man vier lachende Personen.
Es sind junge Leute, junge Erwachsene, wahrscheinlich Freunde, die sich in einem Restaurant treffen. Dort essen sie gemeinsam und haben Spaß, verbringen einen schönen Abend oder auch eher einen schönen Mittag. Vielleicht ist es auch in der Mittagspause, das könnte auch sein, weil es draußen hell ist. Ja, da sieht man auch rechts hinten im Bild noch andere junge Leute sitzen, die auch im Restaurant zusammen essen. Und vielleicht haben die sich auch lange nicht gesehen. Es sind vielleicht auch zwei Pärchen, die sich länger nicht gesehen haben und sich jetzt freuen, dass sie zusammen Zeit verbringen können. Ja, das denke ich, ist das Wichtigste. Vielleicht noch hier die beiden Männer haben beide einen Bart und die Frauen haben langes Haar. Links vorne im Bild, die Frau hat blondes Haar oder helles Haar und die Frau, die hinten sitzt, die hat dunkles Haar. Ja, ich esse alles gerne. Also selbstgekochtes natürlich sehr gerne, aber auch nicht immer. Also ich gehe auch gerne in einem Restaurant essen, auch gerne thailändisch, weil ich mag gerne scharfes Essen. Aber ich mag auch italienisch natürlich, die Salate. Oder ich gehe gerne dort essen, wo man auch veganes Essen bekommt. Ja, das würde ich sagen, ist so mein Lieblingsessen. Ja, gut, es gibt natürlich Menschen, die nie selbst kochen, aber das hat bestimmt seinen Grund. Also normalerweise kocht man ja eigentlich ganz gerne mal zu Hause. Also ich kenne nur Leute, die das mögen oder oft auch machen, aber es gibt natürlich auch Menschen, die das aus Zeitgründen nicht schaffen. Also die vielleicht so viel arbeiten, dass das gar nicht reinpasst. Und vielleicht haben sie es auch nicht gelernt und wissen gar nicht, wie man Essen zubereitet. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Hauptsache, man weiß, wie man an Essen kommt. Ja, ich würde sagen, da ist etwas Wahres dran an dieser Aussage, dass Essen Heimat ist, ein Stück Heimat ist, weil man natürlich gerne etwas kocht, was man kennt und mag. Oder vieles erinnert einen auch. Also manche Gerichte erinnern mich an meine Heimat und das ist dann einfach schön, das nochmal zu kochen und zu essen. Sind auch oft dann andere Zutaten, die man braucht. Doch ich würde schon sagen, dass das stimmt. Also Essen ist auf jeden Fall ein Stück Heimat. Auf dem Bild sieht man einen jungen Mann. Er steht in der Küche und bereitet das Essen zu. Er schneidet etwas, vielleicht Gemüse, und er trägt einen Bart und hat ein Jeanshemd an. Und ja, die Küche ist weiß. Im Hintergrund sieht man weiße Schränke und vorne rechts steht noch eine Schüssel mit Gemüse. Ich sehe zum Beispiel eine Aubergine darin. Ja, vielleicht macht er das Abendessen für sich allein oder vielleicht hat er auch Familie und seine Frau und vielleicht auch seine Kinder spielen noch im Wohnzimmer oder warten auf das Essen, machen etwas anderes und er bereitet das Essen zu. Das könnte auch sein. Ja, und ich denke, dass es oft so ist, dass
Männer, also ich kenne viele Männer, die gerne kochen und sich dabei auch entspannen können. Und deshalb finde ich das sehr normal, was wir hier sehen und modern, aber auch normal. Ja, viele Männer helfen also beim Zubereiten der Speisen, beim Essen machen. Das, denke ich, ist heutzutage ganz normal. Nein, ich koche nicht jeden Tag, fast jeden Tag, aber nicht jeden Tag. Manchmal ist mir das so stressig, dann habe ich keine Zeit dafür, wegen der Arbeit meistens. Manchmal habe ich auch keine Lust dazu oder ich habe keine Sachen eingekauft. Also nicht jeden Tag, vielleicht viermal, fünfmal in der Woche ungefähr. Oft gehe ich nicht ins Restaurant, aber manchmal. Also vielleicht so einmal in 3 Wochen, einmal in 4 Wochen ungefähr. Dann gehe ich ganz gerne ins Restaurant und dann auch gerne in ein Restaurant, das anderes Essen hat als das, was ich zu Hause mir koche. Also gerne auch indisch. Und ja, das mag ich dann ganz gerne. Ja, ich esse gerne mit Freunden zusammen, natürlich, oder aber auch mit meiner Familie, aber mit Freunden auch sehr gerne. Meistens dann aber auch zu Hause bei den Freunden. Zum Glück habe ich Freunde, die alle gut kochen können und auch wissen, dass ich gerne esse und auch meistens dann was Schönes für mich gekocht haben oder einen schönen Salat gemacht haben. Ja, das mag ich sehr, sehr gerne und mache ich auch oft. Ja, das war's für jetzt. Danke, dass ihr zugeschaut habt und macht es gut. Viel Glück für eure Prüfung. Bis bald. Tschüss.